Jo Leute, was geht ab? Tu und Tu, wie ist es wieder am Start? Und heute ist endlich soweit. Heute kam das all erwartete LSL-Lenker-Umbau-Kit. Also das heißt, wir werden jetzt heute den Stummellenker abbauen, dann quasi das durch einen Superbike-Lenker ersetzen. Hab ich ja schon gesagt, warum und wieso. Und wir werden jetzt erstmal anfangen. Ich werde jetzt erstmal die rechte Seitenverkleidung werde ich mal runterschrauben, weil wir müssen dann auch die Bremsleitung verlängern und sonst kommen wir schlecht an dem Anschluss von der Bremsleitung dran. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil das sind ja bloß Verkleidungsschrauben so. Aber alles andere werden wir euch dann zeigen. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran und seid gespannt. Bis gleich. So, die Verkleidungsteile sind nun ab, oder das Verkleidungsteil, müsst mal einfach machen, weil wir nachher hier die Bremsleitung, die geht von hier oben nach hier unten, ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, die müssen wir nämlich ändern, da muss nämlich eine längere Bremsleitung mit rein und damit man da gescheit rankommt, haben wir jetzt schon mal die Verkleidung ja, abgeschraubt. Ja, wir werden jetzt als nächstes hier die Armaturen und so weiter abschrauben, die Griffe etc. Und genau, und dann werden wir jetzt gleich weitermachen oder seid ihr jetzt auch dabei. Wir werden das jetzt diesmal so versuchen. Ich habe nämlich so ein ganz, ganz tolles Kopfband von der GoPro mit dabei gehabt. Das werde ich mir jetzt gleich auf den Kopf schnallen und die GoPro mit dran machen und mal gucken, ob ihr dann ein gutes Sichtfeld habt, beziehungsweise ja, dass das halt einfach besser für euch ist etc. Und das testen wir jetzt mal aus und genau, viel Spaß dabei. Also am einfachsten wäre es natürlich, wenn ich die zwei Schrauben hier von der oberen Gabelbrücke abschrauben würde. Aber wir müssen halt dran denken, dass wir hier die ganzen Armaturen ja abschrauben müssen. Und wenn die nachher quasi hier runterhängen würden, die Stummel, dann wäre es natürlich ein bisschen schwierig, weshalb wir jetzt als erstes die Armaturen abschrauben werden und dann erst die Klemmblöcke von der Gabelbrücke. So, als erstes fangen wir an, die beiden Lenkerendengewichte abzuschrauben. Das ist einfach nur eine Kreuzschraube. Die wird einfach nur aufgeschraubt. So, zack, und dann ist das erste schon fertig und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Ja, wie ich es euch schon mal gezeigt habe, wenn wir den Griff jetzt runterkriegen, indem wir da jetzt ein bisschen mit Druckluft dran gehen. Ich habe jetzt hier quasi so einen kleinen Schraubenzieher reingesteckt, damit ich da ein bisschen reinkomme und Platz habe. So, und jetzt versuchen wir ihn, ups, abgerutscht, jetzt können wir aber auch schon probieren. So, und das war's schon. So, als nächstes schrauben wir die linke Armatur ab. Dazu brauchen wir eigentlich nur zwei Kreuzschrauben abzuschrauben. Aber ich sehe schon, da müssen wir ein bisschen improvisieren. Aber das kennen wir ja. Nein. Scheiße. Ach, das ist doch alles Pisse. Nein. Scheiße. So, dann haben wir hier vorne noch eine Kreuzschraube sitzen. Die müssen wir auch aufschrauben. Müsst auf jeden Fall immer bedenken, eine ist immer lange und die andere ist immer kurz, damit ihr später auch wisst, wohin ihr welche Schraube machen müsst. So, die kommt jetzt schon raus, zack. So, somit ist das jetzt hier schon aufgeschraubt. Ihr könnt das dann eigentlich schon so abnehmen, seht ihr hier. So, dann müssen wir auch nachher nur noch schauen, dass der Schok nachher wieder richtig sitzt. Und dann müssen wir dementsprechend nachher, wenn der neue Lenker drauf kommt, auch den Verdrehschutz oder für den Verdrehschutz ein Loch bohren. Da zeige ich euch dann später, wie das dann aussieht, beziehungsweise wie man das dann machen muss. So, also das hier ist das, was ich eben gerade angesprochen habe. Dieser kleine Nippel hier ist der Verdrehschutz. Und ihr seht hier, dass hier auf dem Lenker ist hier oben ein Loch. Und dieses Loch müssen wir nachher auch den neuen Lenker reinbohren. Da geht dann dieser Nippel rein, damit sich halt diese Armaturen nicht mehr verdrehen können. So, damit mir das nicht alles so auseinanderfleddert, werde ich einfach schon mal wieder eine Schraube so ganz, ganz leicht nur anziehen,
damit das so ein bisschen zusammenbleibt und wie gesagt mir nicht komplett auseinanderflattert, weil der Showkabel ja da auch mit dran ist. Ne, das reicht schon so. Ne? Also das muss jetzt nicht komplett fest sein, einfach nur, dass es nicht komplett auseinanderflattert. So, als nächstes werden wir schon mal die Kupplung abschrauben, beziehungsweise den Kupplungshebel oder die Halterung dafür. Ist einfach nur eine 10er Nuss, easy peasy. Wird dann einfach nur aufgeschraubt. Und ihr seht schon, das Ding ist jetzt locker. Da müsst ihr auch nicht komplett rausdrehen, weil ich glaube, die ist auch gar nicht... Ja, die könnte man öffnen, aber ist eigentlich nicht nötig. Wir ziehen die gleich ab. Wir gucken mal, ob es so schon geht. Aber ich vermute, wird der Dings zu kurz sein. Ja, ja, da ist der Bordenzug zu kurz für. Macht aber nichts, weil wir nachher, wenn wir das hier gleich aufschrauben, dann können wir das dann rausziehen. So, dann werden wir jetzt quasi den ersten Klemmblock, den linken, hier von der Gabelbrücke runterschrauben. Dafür braucht man dann einen 8er Imbus. Ja, 8er Imbus. Auf die Ratsch drauf und dann gucken wir mal, wie fest die Sau ist. Steffi hält mal ein bisschen den Lenker fest. Und die ist sau fest. Oh. Yes, ist Maria. Oh. 2000 Jahre später. Oh. Oh, das ist richtig heftig fest. Alter Schwede, leck mich am Arsch. Oh. Jesus Maria, also hätte ich heute Morgen noch ein bisschen mal frühstücken sollen. Doch. Heftig, heftig. Eine Ewigkeit später. Also, wir haben jetzt die Lösung gefunden, um diese scheiß Arschlochschrauben rauszukriegen. Die sind nämlich brutal fest angeballert. Ich zeig's euch mal auf der anderen Seite. Und zwar, ich hoffe, man kann es jetzt sehen, hier unten drunter sitzt eine Mutter und die muss man abschrauben. Und ja, das ist auf jeden Fall einfacher, als es von hier oben zu versuchen, sonst macht ihr euch nur den Imbus rund. Und ja, wir machen das jetzt auf der anderen Seite, weil da haben wir jetzt ja angefangen. Und ja, dann geht's weiter. So, die Mutter haben wir jetzt unten gelöst. Und jetzt können wir auch relativ chillig hier oben die Imbusschraube rausschrauben. Steffi hält jetzt unten fest, um gegen zu kontern. Und ihr seht, geht jetzt easily peasily. Wer sagt's denn? So, chilly milly. So, ihr seht, Schraube ist raus. War sie Glück, hat einen Haufen Arbeit und Nerven gekostet. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Klemmblock hier hochziehen. Und können jetzt den quasi ziehen und können dann hier die Armatur von der Kupplung quasi einfach rausziehen. So, das war es schon gewesen. Das ist abgebaut und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. So, als nächstes schrauben wir die Armaturen lose. Natürlich ist das ein 8er und kein 10er. Mein Gott, das ist immer so. Dann nehmen wir uns ein 8er. So. So. Die werden dann hier locker geschraubt. Zack. Auch da werden wir das nur anlösen, dass wir nachher, wenn wir den Stummel dann abbauen, einfach rausziehen können. So, ihr seht, das war's schon. Und jetzt werden wir die Armaturen lösen. Das ist auch zwei Kreuzschrittschrauben. Sprachenlernen, Bubble. Kreuzschlitzschrauben. Und genau, die schrauben wir jetzt ab, genau wie auf der anderen Seite, sind zwei Stück. Und dann können wir eigentlich schon die Gasgriffhülse und die Armatur abmachen. Ja, und dann geht es auf der anderen Seite weiter. So, wie gesagt, die müssen wir jetzt abschrauben. Da kennen wir uns ja auch schon aus, weil das haben wir ja auch schon gemacht, als wir die Drossel verbaut haben, die 48 PS Drossel, die Gasanschlagsdrossel. So, da ist die erste. Und auch bei dieser Armatur muss nachher auch wieder ein Loch gebohrt werden, beziehungsweise in dem Lenker für den Verdrehschutz. Weil wenn ihr sonst zum TÜV fahrt, ihr müsst das natürlich hier, diesen ganzen Umbau müsst ihr dann abnehmen lassen von TÜV. Ich meine TÜV-Bericht, also beziehungsweise so ein TÜV-Gutachten ist zwar dabei, so ein Teilegutachten. Aber ihr müsst quasi beim TÜV dann das abnehmen lassen, dass das auch gescheit verbaut wurde etc.
kriegt dann einen Schriebs und mit diesem könnt ihr dann zur Zulassung gehen und könnt euch das eintragen lassen. Ja, ihr könnt aber auch mit diesem Schriebs dann einfach durch die Gegend fahren, packt ihr halt in eurem, ja, unterm Sitz oder so, wie ich das immer mache, für jetzt die ABE, für den Auspuff und so weiter. Also ihr müsst es nicht zwingend eintragen lassen. Ihr könnt euch damit quasi nur ersparen, dass ihr das, den Kram da halt mitführen müsst. Ja. Und jetzt verdreht sich das alles schon, weil es jetzt locker ist. So. So, und die Schraube ist eigentlich raus. Kann man schon mal den Schraubenzieher rausnehmen. So, zack. Und hier kommt die lange Schraube nach hinten. So, jetzt könnt ihr das hier abnehmen. Seht ihr? Hier, da ist die Drossel. Und dann könnt ihr gleich genauso, wenn wir das jetzt hier lösen, dann können wir das jetzt hier abziehen und auch den Bremsausgleichs-, Flüssigkeitsausgleichsbehälter auch abziehen. So, jetzt sind wir hier angekommen. Die Mutter hat mal schon mit einem langen Hebel quasi gelöst. Und jetzt müssen wir nur die obere Schraube hier nochmal anlösen. Genauso, ups, genauso wie auf der linken Seite. Gleich habe ich eine Beule drin. Ja, ihr seht, jetzt geht es relativ chillig. Ich glaube, ich halte mal meine Hand davor. Das brauchen wir noch einen neuen Tank. Jo. So, wir holen jetzt die Schraube raus und dann können wir die Armaturen abziehen. So, und jetzt müsste das sich genauso halbwegs leicht lösen lassen wie auf der anderen Seite. Das tut es auch. So, und jetzt können wir hier langsam jetzt das alles rausziehen. So. So, das ist jetzt der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter. Den müssen wir jetzt entleeren, weil wenn wir jetzt die Verschraubung hier von der die Bremsleitung abschrauben würden, dann würde uns jetzt halt die ganze Subse rauslaufen und das wollen wir natürlich nicht. Weshalb wir jetzt den Deckel öffnen. Da ist halt auch immer wichtig, das ist bei vielen Motorrädern so, dass diese Schrauben hier von dem Bremsflüssigkeitsbehälter, dass die ausgenudelt sind oder verrostet sind. Da ist ganz wichtig, Leute, dass ihr da immer einen passenden Schraubendreher nehmt und mit ein bisschen Druck drauf. Ne? Also wirklich ansetzen und dann Druck drauf geben auf die Schraube und dann aufschrauben, weil sonst macht ihr euch das Ding rund und ja, dann ist halt am Ende Kacke. So, ja, dann nehme ich das Deckelchen ab. So, dann kommt diese Plastikabdeckung ab und dann kommt hier übrigens nochmal so Safety First mäßig und so, ne? Am besten immer Handschuh tragen, ich habe es jetzt mal wieder versäumt. So, dann kommt hier, nimmt ihr die Manschette ab. So, und dann werden wir das Ding jetzt mal entleeren. So, selbstverständlich ist jetzt so, dass im Bremssystem nachher dann Luft drin sein wird. Das heißt, wir müssen dann nach unserem Umbau dann die gesamte Bremsleitung dann quasi entlüften. Ist klar, aber das zeigen wir euch ja dann noch. So, wir werden jetzt hier die Bremsleitung schon mal lösen. Hier oben am Bremsflüssigkeitsbehälter-Dingens. Hier ist es, Maria, die ist wieder genauso fest. Ja, da wäre jetzt zum Beispiel besser gewesen, wenn wir das gemacht hätten, als der Lenker noch dran war. Habe ich jetzt ehrlich gesagt so nicht mit gerechnet, dass die so fest sitzt. So, wir haben jetzt den Lenkerstummel noch mal ein bisschen festgemacht hier. So halbwegs nur, damit wir hier ein bisschen Kraft aufbringen können, um die Schraube zu lösen. Und ihr habt es gesehen, zack, das war's schon. Jetzt können wir die ganze Mist auch wieder abschrauben. Nur, da hatte ich eben gerade nicht dran gedacht, dass die ja relativ fest sein könnte. Und dementsprechend, ja, das ist so ein Punkt, habe ich vorhin gesagt, ne, vorher überlegen, was müsst ihr abschrauben. Nicht, dass ihr erst einfach den Stummel abbaut und dann nachher merkt, oh, jetzt wird es dann schwierig. Ja, gut, doppelte Arbeit, aber gut, so schlimm war es ja jetzt nicht. So, ihr habt gesehen, hier oben die Schraube von der Bremsleitung haben wir gelöst. Und das Ganze machen wir jetzt auch hier unten. Ja, hier ist der andere Anschluss dafür. Und da gehen wir jetzt
Hätte ich jetzt gesagt, mit einer 12er Nuss dran, aber Steffi bringt mir mal einen 12er Schlüssel, weil wir kommen da mit der Nuss leider gar nicht dran. Und wie gesagt, am besten immer mit Handschuhen, weil das halt, ja, ihr seht schon, hier ist die Schraube. Das hier ist quasi die Zuleitung für den rechten Bremssattel. Der bleibt da. Und hier nehmen wir jetzt ab. So, zwischen den beiden Anschlüssen kommt auf jeden Fall eine Alu-Dichtung. Da habe ich eine neue. Und am Ende kommt auch noch eine Alu-Dichtung. Da gibt es auch eine neue. Ja, ihr seht jetzt hier, dass hier Löcher drin sind und dadurch wird dann quasi die Bremsflüssigkeit durchgejagt. So, und dann können wir das jetzt auch hier oben abschrauben. Auch da kann es sein, dass nochmal ein bisschen was kommt. Ich nehme jetzt hier mal so ein Tüchlein. Und so viel zum Thema. Egal, ab ist ab. Vorher hat man ja schon die Bremsflüssigkeit abgelassen. Und dann müssten wir jetzt eigentlich, das ist von hier unten, so. Das ist jetzt quasi die Zuleitung von oben, vom Behälter bis zum Verteiler quasi. Und die müssen wir dann ändern. Da kommt ein Ticken längere rein und auch Stahlflex-Bremsleitung. So, hier haben wir das linke Kit. So, da haben wir jetzt diese Klemmblöcke. Die bauen wir später an. Und hier haben wir die neue Bremsleitung, die wir jetzt verbauen. Dann natürlich die Einbauanleitung, ABE, sowohl für die Bremsleitung als auch für den Umbau an sich. Hier haben wir noch Dichtungsringe für die Bremsleitung. Und dann fangen wir jetzt an, die neue Bremsleitung schon mal anzuschrauben. Jo, also wir haben jetzt die neue Bremsleitung hier quasi aufgesteckt. Wichtig ist immer, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Dichtung drauf habt. Ja, in dem Fall sind das jetzt hier drei Dichtungen, so zwischen ist eine Dichtung, da ist eine Dichtung, dann kommt ja der quasi der Bremsschlauch für die rechte Bremse. Dazwischen muss sowohl da eine Dichtung sein als auch hier. Und ich mache das jetzt erstmal nur so, wie sagt man, handwarm, tue ich das nochmal so anschrauben. Und dann machen wir das jetzt gleich noch beim Behälter oben. Und dann gucken wir mal, wie es so aussieht. Ja, also wir haben jetzt hier oben auch den anderen Anschluss oder das andere Ende von der Bremsleitung. Haben jetzt sowohl hier als auch da auch eine neue Dichtung draufgesetzt. Und jetzt halte ich das einfach hier mal so an den Bremsflüssigkeitsbehälter und tue das auch einfach erstmal nur so bisschen handwarm anziehen, ne, jetzt befüllen und so weiter von dem Behälter. Das machen wir ja sowieso erst ganz zum Schluss. Ne. Da müssen wir halt gucken, ob das nachher alles mit der Neigung und so weiter nachher alles passt, ne, weil das Ding ja dann quasi so irgendwie sitzen würde. Und ja, wie gesagt, wir tun das jetzt hier nur mit der Hand anziehen. So und genau. Und dann können wir jetzt eigentlich schon beginnen mit den Klemmblöcken. So, wir haben jetzt diese zwei Klemmblöcke einfach über die Gabelhäume drüber gestülpt. Ne? Also einfach nur draufgesetzt, da ist noch nichts festgemacht oder so. Wir haben jetzt mal den Lenker kurz eingesetzt zum Test, beziehungsweise so, dass wir gleich gescheit die Klemmblöcke hier oben festschrauben können. Das machen wir jetzt mal. So, und ich werde jetzt hier an der Seite die Klemmblöcke mit einem Imbus ein bisschen anziehen und gleich dann mit einem Drehmoment. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass die Klemmblöcke sich nicht mehr verdrehen. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. So, und jetzt nehmen wir den Lenker nochmal wieder ab. Es ging jetzt erstmal nur darum, dass wir die Position haben, wie die Klemmblöcke quasi stehen müssen. So, also ich habe jetzt gerade nachgeschlagen, die Klemmschrauben hier an der Gabel bekommen 25 Newtonmeter. Dann ziehen wir das jetzt mal fest. Zack, nochmal testen. Jawohl. Das war's hier. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Zack. Das war's. Ja, dann können wir jetzt langsam die Vorbereitung machen für den Lenker.
Da müssen wir auch noch zwei Löcher bohren, wegen dem Verdrehschutz und so weiter. Das machen wir jetzt alles ganz in Ruhe. Also, die zwei Klemmblöcke hier für die Gabelhäume, die habe ich ja festgemacht jetzt mit 25 Newtonmeter. Und jetzt müssen wir quasi die Armaturen auf den Lenker draufschieben, weil wenn ihr den Lenker draufzieht und den quasi festmacht, dann wird es nicht hinhauen, weil ihr sonst zu wenig Spiel habt. So, und deswegen tun wir die Teile jetzt hier schon mal draufsetzen, festbohren oder beziehungsweise bohren müssen wir gleich noch. Und genau, und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Ja, wir bereiten uns jetzt vor, dass wir hier die Armaturen festmachen. Wie gesagt, da müssen wir gleich Löcher bohren, zeige ich euch gleich, damit wir wissen, wie oder wo ich diese Armatur jetzt hier platzieren muss. Werden wir jetzt hier auf der Seite schon mal wieder den Griff anbringen, ja? Und habe euch ja schon mal gezeigt. So, dann machen wir einfach ein bisschen Bremsenreiniger rein. So, lassen wir es ein bisschen antropfen. Und dann geht der ganz geschmeidig rüber. Und das machen wir so weit, bis hier hinten das Ende kommt, logischerweise. So, drehen uns den so zurecht. Lassen es ein bisschen antrocknen. Und dann können wir jetzt gleich anfangen, für die Armaturen Löcher zu bohren. Und zwar haben wir hier oben, ich muss gerade mal selber schauen, hier, wo mein Finger jetzt ist, das ist quasi der Nipsi für den Verdrehschutz. Damit ich weiß, wo ich das Loch bohren muss, an welcher Stelle am Lenker, werde ich diesen Nipsi jetzt mit Fett einschmieren. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, warum ich das tue. Steffi hält mal jetzt mal den Dings fest. So, jetzt gehe ich erst mit dem unteren Teil dran. So, und werde jetzt gleich versuchen. So, guck jetzt ungefähr, wie mir das passen würde. Und drücke jetzt die Armaturen einmal drauf. Versuche jetzt nicht mehr zu schmieren. Und nehme die Armatur wieder ab. Und ihr seht jetzt hier den Abdruck. Und da muss der Verdrehschutz eingebohrt werden quasi. Oder das, für den Verdrehschutz das Loch da reingebohrt werden. So, ich nehme jetzt einen Körner und dann bohren wir eben mal schnell 5 mm rein. So, den Fettabdruck habt ihr ja gesehen. Ist übrigens ein sehr, sehr cooler Trick. Jetzt setze ich hier dann den Körner an. So. Und mache jetzt da gleich einen Schlag drauf, kann man noch einmachen. So, und da sehen wir jetzt schon, ich wische es jetzt gleich mal ab und dann könnt ihr sehen, dass da quasi jetzt die Körnung ist. So, ich wische es jetzt ab und dann seht ihr jetzt hier die Körnung, die ich gerade eingeschlagen habe. Die werde ich jetzt mit einem ganz feinen Bohrer erst vorbohren und werde dann mit einem 5er Bohrer nachbohren. So, wie gesagt, ich setze jetzt den Bohrer an der Körnung an. So, da sind wir durch und das bohre ich jetzt nach mit einem 5er Bohrer. So, jetzt kommt der 5er Bohrer. Und da sind wir durch und das war's. Und jetzt gucken wir mal, ob es passt. So, und dann gucken wir mal, ob es passt. Muss man dann jetzt erstmal gucken, wo das Loch sich befindet. Oh, Baller. Irgendwann wird er dann reinrutschen. Habt ihr das gesehen? Er ist jetzt reingerutscht. Er ist jetzt auch komplett fest. Ich stecke jetzt direkt eine Schraube rein und ziehe es ein bisschen an, dass er mir nicht mehr rausflutscht.
So, und dann kann ich jetzt schon diese Armatur komplett festschrauben. Und wie gesagt, sie ist bombenfest. Easy peasy, oder? Jo, soweit sind wir jetzt fast fertig. Ihr habt sie auf der linken Seite hier gesehen, ja, wie ich euch das gezeigt habe, mit dem Verdrehschutz, mit dem Lochbohren. Das haben wir natürlich hier auf der rechten Seite genauso gemacht. Ja, die Griffhülse ist auch dran, müssen wir allerdings noch den Gaszug einstellen und so, das passt natürlich so jetzt überhaupt nicht. Der Bremshebel oder die Halterung für den Bremshebel ist fest, ne? Aber gut, ist jetzt natürlich noch nichts drin, wir müssen jetzt gleich noch die Bremse dann entlüften. Ja, was war sonst noch so? Ja, es war natürlich ein bisschen problematisch hier mit diesen ganzen Kabeln und so. Wir mussten jetzt zwar nichts verlängern an Kabeln und an Zügen, außer halt natürlich die Bremsleitung hier. Ja, ich sag mal so, das Problem war halt einfach, das hing halt alles so stramm überall dran. Und wenn wir natürlich mit diesen Armaturen hier weiter höher kommen, aufgrund dessen, weil der Lenker ja höher ist, dann passt das halt alles nicht mehr so ganz. Also mussten wir die ganzen Züge natürlich aushängen und dann anders jetzt verlegen, damit das halt hier, ihr könnt ja auch mal sehen, also es hat jetzt alles Platz und Luft, ne? Das ist alles okay. Vielleicht mache ich die auch nochmal fest zusammen, die beiden hier. Aber ansonsten passt das. Wie gesagt, die Bremsleitung ist auch dran. Ja, das ist eine Stahlflex-Bremsleitung. Die scheuert auch nirgendwo. Die geht hier direkt auf direktem Wege quasi runter an den Verteiler. Und, Entschuldigung. Ja, jetzt werden wir das so machen, dass wir Bremsflüssigkeit auffüllen und werden jetzt die Bremse entlüften. Das wird eine ganze Weile dauern, weil ich habe nämlich kein Gerät dafür. Ich mache das ganz klassisch mit der Ventilöffnungsschraube, Mutter. Jo. Und genau, was haben wir sonst noch? Ja, dann wie gesagt, nachher noch die Gasgriffzüge müssen wir natürlich noch einstellen, weil das halt nicht passt. Die Kupplung muss ich gegebenenfalls noch mal ein bisschen einstellen. Aber dann sollte es eigentlich erledigt sein. Ja, wie gesagt, das war sonst war es relativ chillig. Die Schrauben werden hier mit 20 Newtonmeter angezogen. Die Klemmschrauben, die an der Seite sind, ja, von der Gabelbrücke, die haben wir mit 25 Newtonmeter angezogen. Die Verschraubung hier für die Bremsleitung, die haben wir mit 20 Newtonmeter auch angezogen. Und ja. Wie gesagt, wir beginnen jetzt mit dem Entlüften der Bremse und ja, und dann hoffen wir mal, dass wir schon bald dann schon eine Probe machen können, eine Probefahrt oder mal gucken. Jo, wie gerade schon gesagt, es geht jetzt darum, die Bremsleitung zu entlüften. Dazu werden wir jetzt hier Bremsflüssigkeit einfüllen. Dot 4 steht immer oben auf dem Deckel drauf. In den meisten Fällen ist es Dot 4, außer glaube ich bei Harley, die haben 5.1 und das ist auch was ganz anderes. Also, oder wenn nicht, guckt ihr auch einfach in eurer Bedienungsanleitung oder so, aber in den meisten Fällen ist es Dot 4. So, das Wichtige ist jetzt dabei, wir werden jetzt hier jetzt Bremsflüssigkeit einfüllen. Steffi wird dann immer pumpen und ich werde dann, geh mal rum, dass ihr gerade mal gucken könnt. So, und ich werde dann hier unten das Ventil öffnen. Und dann wird Bremsflüssigkeit und halt auch Luft logischerweise rauskommen. Steffi hört dann auf zu pumpen und dann geht das immer so weiter. Das wird jetzt stundenlang dauern, aber ja, das ist jetzt quasi die Methode. Wir fangen jetzt quasi mit der Seite, mit dem längsten Bremsweg, beziehungsweise der längste Weg von der Bremsleitung an. Ja, das ist jetzt wie gesagt die linke Seite. Und wir machen das jetzt eben mal schnell. wir machen das jetzt ein, zwei Mal, damit ihr mal seht, wie es gemacht wird. So, hier ist jetzt Bremsflüssigkeit drin. Steffis Aufgabe ist natürlich jetzt darauf zu achten, dieser Behälter darf dann jetzt nicht mehr leer werden. Weil in dem Moment, wenn der Behälter leer wird, dann würde er wieder Luft ziehen und wir können die ganze Scheiße wieder von vorne anfangen. Deswegen ist immer wichtig, dass dieses Loch da drin, dieser... Ja, ich sag mal, Alu-Knopf da drin, ne? Ihr seht's schon, wenn ich jetzt ein bisschen die Bremse betätige, dann blubbert's auch schon. Und dieses Loch darf halt quasi nicht, oder darf halt keine Luft ziehen, weil sonst geht die ganze Sache halt wieder von vorne los. Ne? Also, wir zeigen euch das mal jetzt. Ich gehe jetzt mal eben hier auf meine Seite. Ihr werdet es jetzt einmal aus Steffis
Position sehen und einmal dann aus meiner Position. So, die Steffi wird jetzt anfangen zu pumpen. Bis die Steffi irgendwann ein bisschen Widerstand merkt. Das kann jetzt auch einen Moment dauern, weil die Flüssigkeit muss ich ja jetzt erstmal wieder verteilen. Das Wichtige ist natürlich auch, dass man den Bremshebel nicht zu schnell bewegt, weil sonst spritzt euch die ganze Schose entgegen und glaubt mir, Bremsflüssigkeit im Gesicht oder so ist nicht so schön. So, wenn ich jetzt sage, wird Steffi die Bremse festhalten. Jetzt hält Steffi die Bremse fest. Und ich werde jetzt hier, ich nehme mal die Kamera in die Hand. So, ich werde jetzt hier das Ventil öffnen, einfach nach unten. Und schließe das Ventil. Und in dem Moment, wo ich das Ventil schließe, wird Steffi wieder die Bremse loslassen. Und fängt jetzt wieder von neu an zu pumpen. Das machen wir jetzt so lange, bis irgendwann die ganze Luft aus dem Bremskreislauf draußen ist. Wird eine Weile dauern. Wir melden uns gleich, wenn wir es geschafft haben oder in ein paar Stunden. Ja, Leute, ihr habt es gesehen, Lenker ist fertig, Bremsleitung ist entlüftet und so weiter und so weiter. Ist auch fast nichts schief gegangen und so, war ganz gechillt, also kann man nicht meckern. Ja, ich habe schon zu Steffi gesagt, wird eine Nachtschicht, ist jetzt schon 22:45 und wir sitzen dran seit heute Mittag. Ja, gut mit Pause, muss man dazu sagen. Meine Mutter war noch da gewesen und mein Vater. Und aber ja, ich sag mal, in Zeit waren das bestimmt jetzt schon, was hast du, 3, 4, 5 Stunden, gell? Ja. Ich sag mal so, an und für sich ist das eigentlich gar nicht so schwer. Ja. Ich würde jetzt sagen, man kann nicht viel falsch machen, aber das wäre gelogen. Man kann schon einiges falsch machen. Man muss halt alles genau vorher überlegen, ne? Wo die Leitungen hinkommen und so weiter und so weiter. Dann natürlich das Bremseentlüften hat jetzt auch eine ganze Weile gedauert, bis dann irgendwann mal die ganze Luft wieder draußen ist. Dauert halt natürlich mit einem Entlüftungsgerät oder so, mit so einer Pumpe gibt's auch. Da wäre das natürlich auch mal wesentlich schneller gegangen. Haben wir aber nicht. Aber vielleicht irgendwann. Ja, und dann ja, wie gesagt, dann dauert es halt ein bisschen, dann muss man gucken, dann muss man natürlich alles wieder einstellen, die Kupplung musste neu eingestellt werden, dann die Gaszüge, ja, mussten auch neu eingestellt werden, weil dadurch, dass man das jetzt alles verlegt haben oder anders gelegt haben, dann passt halt die Länge nicht mehr, dann muss man das halt, wie gesagt, alles einstellen. Die Verkleidung musste auch wieder dran, dann ist eine Schraube zwischen die Verkleidung gefallen. Ja, dann wollte ich die Verkleidung ansetzen, dann ist die mir aus der Hand gerutscht und dann ist das Kabel vom Blinker abgerissen oder der Stecker davon. Dann musste ich das neu abisolieren und ja, wieder neu verbinden und so weiter. Dann hast du die Verkleidung wieder drauf und dann siehst du, dass unten sie nicht ganz richtig drin steckt, was zur Folge hatte, dass du alles wieder abschraubst und dann, ja, nochmal. Egal, solche Sachen passieren halt einfach. Ich meine, wir sind ja jetzt hier keine Fachwerkstatt oder irgendwie sowas. Ist halt einfach so. Ich meine, ich habe ja damit gerechnet, dass ein bisschen was dauert. Nichtsdestotrotz, so an und für sich von der Optik her, was heißt von der Optik her? Ich sag mal, sieht ganz gut aus, ja. Selbstverständlich sieht so ein Schummellenker auf so einer Sporttourer oder Supersportler, gut, das ist jetzt keine, aber sieht immer ein bisschen besser aus von der Optik her. Aber es geht ja jetzt einfach nicht um die Optik, es geht ja darum, dass es sich gemütlicher sitzen lässt, fahren lässt. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal kurz rausfahren, sofern es jetzt nicht regnet, obwohl es schon, wie gesagt, gleich 23:30 ist. Es geht jetzt nur so 2-3 Meter, ich will einfach nur wissen, ob alles okay ist, ob wie es sich anfühlt, so. Ja, und ich werde euch dann die nächsten Tage berichten,
wie sich das fahren lässt, wo der Unterschied liegt und so weiter. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Kleine Korrektur, die bepisst sich. Ich wollte mich jetzt gerade fertig machen, um die Mini-Probefahrt zu machen. Und sie sagte noch, oh, du musst aufpassen und so, weil das Moped ja jetzt nicht ganz so leise ist und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, nimm das mal die Nachbarn jetzt irgendwie stören und bla. Und dann habe ich gesagt, jo, ich fahre leise und so. Und in dem Moment kam es mir, ich kann gar nicht raus. Ich habe euch gerade gesagt, es ist gleich 23:30. Die Mama sagt, wir dürfen nicht. Die Merkel hat es mir verboten. Kannst du sagen, danke Merkel, danke, für nix. Stopp, sonst kriegst du gar keinen auf die Schnauze. Jo, muss ich jetzt schlafen gehen und dann muss ich morgen die Probefahrt machen. Ich weiß nicht, ob ich schlafen kann. Ja, ihr kennt es vielleicht, wenn man irgendwas gemacht hat, gerade wenn man den ganzen Tag dran gesessen hat, dann will man natürlich auch gucken, wie ist es, hat es was gebracht und bla bla bla. Aber jo, können wir jetzt nicht ändern. Dann mache ich es halt mal Vormittag. Auch sehr gespannt. Also, und ich denke, dann sind wir heute am Ende. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video wird. Ja, ich vermute mal mindestens eine halbe Stunde oder so, wenn ich alles zusammenschneide. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht hat es ja auch euch ein bisschen geholfen. Ja? Wenn ihr noch Fragen habt, wie hast du das und das gemacht oder sonst irgendwas, immer gerne einfach reinschreiben. Beantworte ich gerne dann. Und ansonsten kann ich euch sagen, danken wir euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Folgt uns auf Facebook, Instagram, da verpasst ihr auch nie was. Bleibt schön gesund, ihr Hübschen. Bis zum nächsten Mal. Tontobi ist raus. Macht es gut.